Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Flackert das bei euch da hinten? Ich glaube ja. Aber so zum Beispiel nicht. Sehr es nicht durchgehend sein. Ich habe es hinbekommen. Ich habe die Maussteuerung. Jo. Denn im Hauptmenü konnte man irgendwie einstellen, dass man mit diesmal die Maus aktiviert und ich bin ja ganz klug. Ich habe auf meine linke Maustaste dann, ich habe ja eine Logitech G6. Ich glaube, es ist eine G600. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ich habe gerade Flecken, Schweißflecken sitzt, glaube ich, auf der Maus. Und da habe ich auf die linke Maustaste STRG und W abgespeichert, als Hotkey, dass ich quasi schlagen und Sachen aufnehmen kann mit der Maustaste. Das ist richtig, also, ich, ne? Da ist Vanva echt klug gewesen. Ja, das funktioniert problemlos. Das ist jetzt quasi die andere Gothic-Steuerung. Man merkt natürlich, das Spiel ist nicht darauf ausgerichtet, aber... Nicht den Kopf hängen lassen, so wie der Typ da hinten, sondern das Beste daraus machen und sagen, hey, wir spielen hier Gothic 1 und das ist ein Scavenger, glaube ich, ne? Ja. Sehr wichtig finde ich bei der Tatsache aber, dass ich mich drehen kann, eigentlich. Das ist das für mich Wichtigste gewesen. Ne, wie komm. Sachen aufnehmen muss. STRG links. Okay. Ja, im Inventar klappt das anscheinend dementsprechend dann noch nicht so gut. Jetzt habe ich aber mal gerade eine Idee. Bei den Waffen Schaden. Was kann... guck mal, da habe ich ein altes Schwert, ein rostiges Schwert. Okay, ja, das alte Schwert ist das, dementsprechend beste. Na. 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 Komm schon, los, los, los. Ach, der ist schon tot. Sorry. Mit STRG links, das geht dann natürlich wirklich. Das flutscht runter wie... Ich mache hier keinen Vergleich. Übrigens wird bei diesem Spiel ja keine Custom Thumbnails sein, weil ich finde, das Spiel eignet sich einfach nicht so dafür, finde ich, so Custom Thumbnails zu machen. Vor allem aber auch wegen der Länge des Spiels und weil das Design meistens... Naja, es ist jetzt... Nicht das designmäßig abwechslungsreichste Spiel, so. Das Wasser und so blinkt, flackert die ganze Zeit, das merke ich. Ob ich das in den Grafikeinstellungen ändern kann? Himmelseffekte. Macht das einen Unterschied? Nö. Dann habe ich einfach nur keine, war schon richtig. Modelltexturdetails vielleicht ganz runterstellen. Ja, das sieht nach Baum aus. Video. Es könnte vielleicht daran liegen, dass das auf mal 16 ist. Ich habe 1600 bei 932, ne?
Das hat gar nichts gebracht. Na. Hilfe? Dieses Spiel wundert mich, verwirrt mich gerade alles ein bisschen. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Ja, also Gothic aufnehmen. Es gibt Dinge, die funktionieren besser. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ich muss Gothic gerade beenden. Das bringt gar nichts mehr gerade. Was auch dementsprechend so viel bedeutet. Ich dachte schon, meine Datei auf dem Desktop wäre weg. Ich kann irgendwie auch Gothic nicht mehr auf dem Desktop starten. Das funktioniert super gerade. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Das funktioniert gerade gar nicht. Okay. Ja. Ja, es gibt keinen Spielstand mehr. Das ist ja super. Da kann er jetzt gleich alles nochmal machen. Was ich bin jetzt Diego. Nicht so schlimm ich ist. Ich kann doch. Kann ich die Dialoge überspringen? Kann ich überspringen. Ja, ihr seht hier nochmal ganz das ganze Let's Play jetzt in der Schnellansicht. So, es funktioniert super. Sowas riecht einen dann halt schon ein bisschen sehr auf. Kann ich mit F5, ich kann mit F5 nämlich auch nicht schnell speichern. Das macht natürlich immer, ist ein riesiges Risiko, dass man nicht schnell speichert, wenn das Spiel das nicht unterstützt. Aber anscheinend sieht es jetzt gerade so aus, als würde nichts flackern, aber ob das durchgehend ist, wage ich mal gerade zu bezweifeln. Alter, diese Steuerung ist ein bisschen sehr kacke. Vor allem so Steuerungen sind doch so nichts auf, was jetzt, wo man sagen muss, das ist jetzt was, was man nicht hätte 1970 auch schon so gut programmieren können. Eben. Was machst du hier? Ja. Ja, hab ich. Oh, nerv. So. Naja, mit STG ist ja nicht laufen. Becher. Hallo? So, die Truhe. Das hatten wir ja alles schon. Dann. Die Waldbeeren.
Wieder nochmal hier diese Waldbeeren. Und dann will ich diese Spitzhacke mitnehmen. Und... guck mal, da haben wir das ganze Let's Play knapp in unter 10 Minuten. Nochmal wiederholt. Schafft nicht jeder. So. Ein Moderat. Die Steuerung ist trotzdem... also... moderat schlecht. Sag ich mal. Das war falsch. Na. So. Schon besser. Geht's hier unten? Ne, es flackert immer noch. Aber das kann ich jetzt nicht beheben, weil das ist so ein Let's Play-Problem dann. Das ist doch noch ein Pfeil. Ich will, wenn schon, alle Pfeile im haben. Altes Schwert. Wo ich jetzt nicht... ja, das ist das Problem, wenn man natürlich dafür auch eine W-Taste braucht. Man dann die Gefahr läuft, dass man einen Laufenbefehl ausübt und nicht einen Aktionsbefehl. Aber das passiert. So. Die Knüppel ist knüppelhart, das Let's Play. So. Grafikeinstellungen sind ja jetzt zum Glück wieder auch voll, wie ihr ja gesehen habt im Let's Play. Das erkennt man auch, ne? Es ist also quasi 16K. Das ist das 16K der Zukunft. Ich speichere mal. Wann war? So. Jetzt ist nämlich mal gespeichert. Jetzt sehe ich es gerade nicht in der Vorschau, weil... ja, Wasser flackert. Weil... ich weiß es gerade nicht. Ach ja, genau, ich kann es nicht genau sehen, weil... dadurch, dass das Spiel auch mit 1600x900 läuft, ich aber eine größere Auflösung auf meinem Heimbildschirm und den zwei anderen Bildschirmen habe, ist das alles ja so ein bisschen... ihr kennt das ja wahrscheinlich, ne? So ein bisschen versetzt und abgeschnitten und durchgeschnitten. Deswegen muss ich auch zum Beispiel dieses Bild hier im Hintergrund bei meinem Let's Play haben, weil ich diese Fensteraufnahme... boah, jetzt muss ich aufstoßen. Das war auch lustig. Ich habe heute nur Toastbrot gegessen, ohne Aufschnitt, weil ich habe mir Toastbrot gekauft, aber kein Aufschnitt. Was ist das denn da hinten? Ne, ich kann in OBS nämlich irgendwie diese Fensteraufnahme nicht strecken auf den ganzen Bildschirm. Naja. Wen haben wir denn hier? Redford und Wax. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Du meinst die drei Scavenger hinten. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Mhm. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Aha, aha. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist.
Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Interessant, gut zu wissen. Danke für den Tipp. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Was ist denn dort? Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Das erinnert mich mega an die Quest aus Risen 1 in der Hafenstadt. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Oh. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Keine Sorge, Redford. So wie ich mich kenne in Rollenspielen, werde ich schon in 50 bis 100 Folgen der reichste Mann der Kolonie sein. Hallo, Drex. Julian Drex, da. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Oh ja, so ein Bier, ne? Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Prost! Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja dann. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Dann gebe ich dir zwei. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Also wie ich das aus Gothic kenne und aus Wissen auch, aber mehr auf Gothic tatsächlich. Ich werde übrigens viele Andeutungen in diesem Let's Play Wissen Gothic machen, ne? Also okay, das ist Schwester und Bruder, ne? Wissen ist die kleine Schwester vom großen Bruder Gothic. Deswegen. Und, ja, da weiß man halt, dass das extrem viel Geld bringt. Denn Gothic 3, was ich als letztes gespielt habe. Boah, also ich bin Gothic 3, habe ich. Jetzt bin ich derzeit bei meinem Run in der Wüste und, fast fertig. Ich soll gerade Wassermagier töten, weiß ich. So viel zum Spoiler, ne? Und ich finde das praktisch, dass man das so extrem früh hier lernen kann. Ein Lernpunkt 100 Erz. Viel habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe 2 Erz. Ich finde auch gut, dass die Währung hier Erz ist. Das macht das Ganze lore-friendly. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Zähne entfernen ist eigentlich das Wichtigste erstmal, denke ich. Fell abziehen ist auch wichtig für Quests, denke ich mal. Ich kann mich jetzt nicht mehr so gut an Quests von Gothic 1 erinnern. Das, ja. Krallen abzuziehen, da glaube ich, weiß nicht so wichtig. Und Häuten von Reptilien habe ich nie so als so
Wie dich angesehen, du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Wenn ich wäre auch, aber ich habe das Geld leider noch nicht. Wie viel Geld habe ich denn? Steht das nicht? L sind die aktuellen Missionen. M, Tab, J, K. Naja. Eigentlich ist die Grafik gar nicht so hässlich jetzt, bis auf das Flackern bei euch, aber bei mir ist das ja nicht. Komm, hauen wir noch dem Scavenger hier auf die Fresse. Dann sind wir auch schon bei 22 Minuten und ich würde sagen, bis dahin und tschüss.